noch genügend Schätze und Geheimnisse, die auf uns warten. Cleo ist eine fantasievolle und warmherzige Liebeserklärung an die Stadt Berlin. Bei der diesjährigen Berlinale hat der Film seine Weltpremiere gefeiert und die Sektion Generation K+ eröffnet. Und darum geht's. Die verträumte Cleo hat einen ganz großen Wunsch. Sie will mit Hilfe einer magischen Uhr die Zeit zurückdrehen und den Tod ihrer Eltern verhindern. Der abenteuerlustige Paul besitzt eine Karte, die zu der Uhr führt. Also begeben sich die beiden gemeinsam auf einen Trip durch Berlin voller aufregender Erlebnisse und verrückter Begegnungen. Hinter der Stahlplatte, da liegt der Schatz der Brüder Sass. Alles okay? Da ist Strom drauf. Cleo ist das Spielfilmdebüt von Regisseur Erik Schmidt, der sich vor allem mit Kurzfilmen wie Nashorn im Galopp einen Namen gemacht hat. Für ihn war die Weltpremiere seines Films auf der Berlinale ein ganz besonderes Erlebnis. Emotionaler als das, was ich eben gerade erlebt habe, kann es für mich persönlich nicht werden. Ich habe 4,5 Jahre an diesem Film gearbeitet und dieser Moment, der Vorhang geht auf und er geht wirklich los, nach all den Problemen, nach all den schwierigen Momenten auch. Ich habe wirklich quasi wie die Protagonistin im Film die gleiche Geschichte durchgemacht. Ich bin auch irgendwann im Untergrund, ich habe mich auch komplett verloren in jedem einzelnen Prozess. Und jetzt da zu stehen und sagen, jetzt ist er fertig, jetzt ist auch meine Mauer irgendwie innerlich, ich hatte auch Sachen, die ich loswerden müsste und das ist jetzt gesprengt. Das war ein sehr emotionaler Moment, das ist vermutlich mein Highlight, das Berlinale Moment der letzten 18 Jahre. Die Titelrolle Cleo spielt die im niedersächsischen Soltau geborene Marlene Lohse, die bereits in mehreren Kurzfilmen von Erik Schmidt mitgewirkt hat. Wie ist dann immer wieder die Zusammenarbeit mit ihm? Bist du mal schon fest von vornherein eingeplant bei ihm? Nee, tatsächlich hat sich das jetzt so entwickelt, aber ich meine, wir haben gemeinsam an diesem Stoff ja gearbeitet und ich habe auch mitgeschrieben und daher hat sich das dann so von Anfang an etabliert. Und ich bin nicht festgelegt, aber es hat sich einfach bewährt, dass wir als Team gut funktionieren und das ist jetzt quasi es gab ja diese Trilogie, die drei Kurzfilme und das ist jetzt eigentlich ein bisschen so die große Schwester, das ist jetzt der große Film davon. Und Berlin spielt eine große Rolle. Wird Berlin in dem Film so präsentiert, wie du auch Berlin siehst? Ich muss sagen, ich bin seit 11 Jahren jetzt Wahl-Berlinerin und ich habe durch den Film und durch die Vorbereitung des Films Berlin nochmal ganz anders kennengelernt. Also wir haben ganz, ganz viele Stadtführungen gemacht und sind in den Untergrund gegangen und ich habe Berlin ganz neu kennengelernt. Berlin ist wie eine launische Spielpartnerin, wie ein Schauspieler, wie eine extra Person, die mitspielt in diesem Film. So fühlt sich das ein bisschen an. Öffne dein Herz. Die männliche Hauptrolle Paul spielt Jeremy Mockridge. Jetzt bist du hier bei der Berlinale mit einem relativ großen Film, bei der Eröffnung von K+. Was ist das für ein Gefühl? Total aufregend. Ich bin total froh, dass ich diesen Leuten begegnet bin und dass wir diese schöne Geschichte erzählen. Und dass das irgendwie nicht ein Film ist, den man sonst so im Kino ist, sondern dass das wirklich ein Film ist, der was anderes erzählt und einfach auch visuell anders ist. Und es ist ein super tolles Gefühl, ein Teil hiervon zu sein. Ja, Erik Schmidts Filme sind visuell anders. Was ist das für ein Gefühl, in so einem Film mitzuspielen? Und vor allem auch Berlin spielt ja eine große Rolle und du wohnst ja in Berlin. Ja. Ist Berlin auch so ein bisschen so rübergekommen im Film, wie du dir Berlin auch vorstellst oder wie Berlin für dich ist? Okay, zweiteilige Frage. Also erstmal ist ein super Gefühl, mit Erik zu arbeiten und es ist ein sehr offener Prozess. Man arbeitet viel gemeinsam am Drehbuch und sucht gemeinsam und es geht einfach um wahnsinnig viel Humor und es geht nicht um Naturalismus oder so, sondern es geht auch irgendwie darum, das ganze Ding so ein bisschen anzuhöhen und so. Und ich finde, seine Sicht auf Berlin ist toll. Die Prämisse ist ja, diese Stadt hat eine Seele und es gibt Sachen, die man in dieser Stadt entdecken kann. Und ich glaube, dass das eine ganz schöne Message ist, dass das einfach sozusagen ein Aufruf dazu ist, mal vom Handy hochzuschauen und zu gucken, was es für skurrile Sachen und schöne Dinge gibt in dieser Welt und vor allem in diesem Berlin. Und dass es ein Aufruf dazu ist. Und ich glaube, dass das der Film das schafft so und die Stadt einfach schön einfängt. Ohne Liebe wäre diese Stadt eine Wüste. Max Mauf spielt im Film Zille, eine weitere Hauptfigur. Was mich gereizt hat, sie zu spielen, ist zum einen Erik Schmidt, ein ganz, ganz fabelhafter junger Regisseur, der so verspielt und so wundervolle Filme macht, dass ich schon immer mit ihm arbeiten wollte. Und dann hat er einen Film geschrieben und den in dem Fall Cleo und da gab es diese Figur von Zille. Es war schon alles ganz cool und zusammen haben wir dann irgendwie so richtig uns rein verliebt und rein verspielt. Und der Junge hat so sein Gedächtnis verloren, aber ich hoffe, dass es irgendwie lustig geworden ist. Eine ganz besondere Rolle hat Moderator und Wissenschaftsjournalist Jean Pütz. Er spielt Albert Einstein, der im Film als Geist erscheint. Erstens mal ist er für mich ein großes Idol.
Denn diese Querdenkerei, das ist etwas, was ich auch meine. Und die Physik, ich bin ja Physiker, das war natürlich für mich ein, sagen wir mal, ein Highlight. Ein Highlight, der kleinen Cleo zu erklären, wie die Relativitätstheorie läuft, dass zum Beispiel, dass sogar die Zeit relativ ist. Das hat mich fasziniert und wie, welche Mühe sich die Leute gemacht haben. Ich musste natürlich mich auch, weil ich ja als Geist erschienen bin, als historischer Geist, musste ich mich ja auch entsprechend bemalen lassen. Also Bluescreen, wie das jetzt letztlich aussieht, weiß ich nicht. Aber ich freue mich drauf und finde das toll. Das Besondere an dieser Stadt ist ihre Magie. So, wir hatten gerade nicht nur die Gelegenheit, mit den Mitwirkenden des Films zu sprechen, sondern konnten den Film auch jetzt sehen. Und genau, Nicola, dann sag doch mal, wie er dir gefallen hat. Ich muss sagen, also es ist ja ein Kinderfilm und der läuft ja im Programm von Generation. Das heißt, man stellt sich natürlich auch ein auf einen Kinderfilm. Aber es gibt halt Kinderfilme, die vielleicht wirklich nur für Kinder sind. Und es gibt Kinderfilme, die du halt auch als Erwachsener mitgucken kannst, wo du mit Freude haben kannst. Und ich wurde unterhalten, ich glaube auch viele andere Erwachsene wurden unterhalten. Es war auch emotional, es war so die volle Ladung von allem und trotzdem war kindgerecht und das fand ich schön. Genau, würde ich sogar sagen, geht mir genauso. Ich war auch voll in der Story drin, der hat mich nicht gelangweilt, mitgezogen und visuell war er wirklich sensationell, was da an Ideen und Spielereien drin steckte, also wirklich Wahnsinn. Ja, ich habe ja von Erik Schmidt auch schon die Kurzfilme geguckt und da war er auch schon so ein bisschen, ist ja schon ein bisschen anders und auch auf seinem Instagram-Profil probiert er sich gerade mal gerne mal aus und das gefällt mir auch. Also dieser Stil wieder hin zu Stop-Motion vielleicht auch und Techniken, die veraltet sind vielleicht, aber sie zu nutzen und daraus ganz viele fantasievolle Dinge zu tun, so wie Cleo. Genau, und also ich würde von der Bewertung 8 von 10 Punkten geben. Was gibst du? Ich gebe auch 8 von 10 Punkten und wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Genau, und in diesem Sinne wünschen wir euch auch ganz viel Spaß mit dem Film. It's a wonderful, wonderful life. No need to run. It's a wonderful.